So, hallo YouTube. Ich habe versucht, hier was zu machen. Ja, zum Beispiel, das war hier beim Fahren zum Beispiel. Ja, das war, keine Ahnung, die Perspektive ändern. Ja, das wird dann hier sagen, diese Taste. Passiert nichts. Und hier Sekundärpasta. Passiert auch nichts. Das heißt, ich kann es nicht ändern. Controller anpassen. Hier kann ich auch nicht irgendwie. Ich kann auch nicht mit der Maus rüberfahren und das ändern. Es geht einfach nicht. Warum ich es nicht ändern kann? Keine beschissene Ahnung. Ich weiß nicht, was sich der Publisher dabei gedacht hat, die Steuerung von Mafia 1 eine komplett andere zu machen als Mafia 2. Und ich wette mit euch, Mafia 3 wird genauso scheiße sein. Also, Vibration, ja. Mausempfindlichkeit, keine Ahnung, Maus invertieren, Spieleinstellungen, hier kann man nichts, außer den Launcher deaktivieren, Untertitel, Fahrmodus, Einheit und Tipps, Grafik, ja, keine Ahnung, was hier schon wieder schiefgelaufen ist. Weil manchmal habe ich noch so eine FXAA-Bildrate, so, Spielstatistiken, 18% haben wir schon Spielfortschritt, toll. Gut. Wir öffnen die Tür. Wir müssen uns ins Bett legen. Wir wollten uns eigentlich mit Joe treffen, aber wir legen uns jetzt erstmal ins Bett. Warum? Weil das Spiel mir das sagt. Kapitel 5. Die Todessense. Joe's Apartment, 20. Februar 1945. Na, mein Hübscher? Oh. Hallo. Joe ist gerade nicht da. Er erwartet dich nachher zum Essen bei Freddy. Okay. Schade, dass du schon hinüber warst, als ich kam. Wär nett gewesen. Hm, vielleicht nächstes Mal. Ciao. Okay. Oh, mein lieber Schwan. So, wir gehen immer mit Kleidung ins Bett, aber uns werden die immer wieder ausgezogen. So. So, wir lassen jetzt die Tür offen. Egal. Ich muss auch lernen, wo es zur Garage geht. Da ist das Exit aber zur Straße raus, ne? Ah, ne. Dämliche Kuh! Aber hey, komm sofort zurück! Bleib doch zu Hause, wenn du zu blöd bist zum Fahren! Hey, ist das nicht Joes Kleine? Interessiert ja, mich nicht. Eine von ihnen. Das interessiert mich nicht. Which was launched by Nazi troops in December. New reports indicate that the German army has been left in pieces as the Allies continue their march toward Berlin. Siehst du, ist doch ja nicht passiert. Habt ihr denn? Ich wäre jetzt auch noch. Also ich wäre jetzt davor gefahren, ja, aber. Hat er irgendwie gesagt, komm zurück? Ja, ja. Ja, ja. Aussteigen. Ich muss mir echt noch angewöhnen, wo Rennen und so ist. Weil normalerweise ist der linke Joystick reindrücken ist Rennen. Hey, normalerweise. Hey. In jedem beschissenen Vito, Spiel. Vito, das ist Luca Guarino. Er will mit dir und Joe reden. Luca, das ist Vito. Sehr erfreut, Mr. Guarino. Lassen wir die Förmlichkeiten. Sag Luca zu mir. Setz dich, Vito. Was darf es sein? Nochmal dasselbe. Und zwar pronto. Ich habe von der Sache mit den Iren gehört. Ihr habt mich köstlich amüsiert. Ich muss euch wirklich gratulieren, Jungs. Das war saubere Arbeit. Salute. Salute. Prost. Das habt ihr astrein erledigt. Nicht jeder hat die Nerven für so eine Nummer. Und nun frage ich mich, ob ihr bereit seid für den nächsten Schritt. Ja, klar. Was für ein Schritt? Ich rede davon, jemanden kalt zu machen.
nur weil ein anderer mit dem Finger auf ihn zeigt und ihr befiehlt, es zu tun. Ich war im Krieg, Mr. Guarino. Ich habe ständig Leute umgelegt, weil es mir befohlen wurde. Leute, auf die der Präsident mit dem Finger gezeigt hat. Das ist gut, der Präsident. Das gefällt mir. Wirklich sehr gut. Aber da ging es darum, Nazis umzulegen. Also, die Bösewichte. Aber davon spreche ich nicht. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Gut. Wir brauchen nämlich Kerle wie euch. Die Befehle befolgen, ohne blöde Fragen zu stellen. Wenn ihr den nächsten Job so gut erledigt wie den letzten, habt ihr gute Aussichten, in die Familie aufgenommen zu werden. Nachdem ihr die Aufnahmegebühr bezahlt habt, versteht sich. Und wie viel ist das? 5 Riesen pro Mann. Das ist ja ein verdammtes Vermögen. Na und? So gut habt ihr Geld noch nie angelegt. Glaub mir, die Investition macht sich bezahlt. Ist natürlich eure Entscheidung. Henry erklärt euch alles Weitere. Bis demnächst, dann. Da steckst du. Hallo, Boss. Hast du dich um unser Problem gekümmert? Ja, ich habe alles im Griff. Henry ist... Das hast du letztes Mal auch gesagt. Enttäusch mich nicht nochmal. Boss, ich... Lass es. Komm jetzt mit. Wir haben noch was zu besprechen. Henry, über was für einen Job reden wir hier? Ich muss jemand ausschalten. Es ist mein Job, aber ich brauche Hilfe. Da kommt ihr ins Spiel. Wer ist denn der Glückliche? Ein Fettsack, der in unser Revier drängt. Er wurde gewarnt, aber er hält sich für unbesiegbar. Aha. Und ist er das? Tja, es hat schon mal jemand versucht, ihn umzunieten. Und? Oh, sagen wir, sie haben ihn leider ein wenig unterschätzt. Was heißt ein wenig? Eher ziemlich. Und jetzt schauen Sie sich die Radieschen von unten an. Ja, aber wir stellen uns nicht so dumm an. Ich habe eine Wohnung gegenüber von seinem Laden gemietet. Da legen wir uns auf die Lauer und warten, bis die fette Drecksau auftaucht. Und dann, bumm, nieten wir ihn um. Wie machen wir das? Mit einem MG-42. Und wo kriegen wir ein MG-42 her? Von Harry. Ja. Er ist Kriegsveteran wie du. Hat drüben in Kingston einen kleinen illegalen Waffenladen. Dort kriegst du alles, von der Erbsenpistole bis zur Bazooka. Und du brauchst keinen beschissenen Waffenschein dafür. Okay, Joe und ich fahren zu der Wohnung. Du holst das Maschinengewehr in Harrys Laden ab. Ist alles bezahlt. Sag, du kommst von mir. Wir treffen uns dann in der Wohnung. Sie ist in Sand Island, das Gebäude gegenüber der Brennerei. Apartment 233. Okay, Apartment 233, verstanden. Wir sehen uns dann gleich. Gut, bis später. Viel Glück, Alter. Alter. Was darf ich bringen? Bitteschön. Zehn. Bist immer gern gesehen. Tschüss. So, der Pikachu macht sich kurz was zu essen. Ich glaube, der wird nicht wiederkommen. Er wird auf dem Weg dahin einschlafen. Mister. Morgen. Tag. Was darf es heute sein? Der Mantel steht Ihnen ausgezeichnet, Sir. Dankeschön. Jetzt sehen wir aus wie ein Mafiosi, endlich.
viel vor. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 1300. Ja, es ist nicht schlecht, ne? Ich frage mich immer noch, was mit dem Mädel ist, was da einen Unfall gebaut hat. Wie sind die dann einfach weitergefahren? Also ich dachte, das wäre so ein Event irgendwie. So, wer so sagt, ist noch lange nicht fertig, Pikachu. Das war eine coole Grafik. Also was heißt Grafik? Physik, Entschuldigung. Während der Flug. Einfach die Motorhaube abgeflogen. Nice. Gefällt mir. Kann der Motor gleich gekühlt werden. Hat er eben nicht gemacht. Doch hat er. Hallo, aussteigen. Tempobegrenzer, ich bitte dich. Ja, wer ist da? Ja, ich soll Henrys Bestellung abholen. Alles klar, komm rein. Hallo. Ah, du bist also der Bursche, von dem Henry erzählt hat. Ja. Hast du die Ware für ihn? Ja, hier ist es. MG42. Made in Germany. Deutschland! Qualitätsarbeit, das muss man den Crowds lassen. Prachtstück. Satte 11 Kilo. Kaliber 7,92. 1200 Schuss die Minute. Gibt auf der Welt nichts Schnelleres. Gurt mit 250 Schuss. Treffsicher auf eine Dreiviertelmeile. Und extrem zuverlässig. Keine Ahnung, worauf ihr es abgesehen habt. Aber wenn es kein verfluchter Panzer ist, dann Sayonara, Baby. Hey, kleine Vorführung gefällig? Nein, danke. Ich kenne mich damit aus. Ich war auch in der Armee. Im Ernst? Leck mich am Arsch. Wo warst du, hä? Lass mich raten. In der Normandie, hä? Nein, Afrika. Warte, nicht sagen. Operation Husky. Ach ja? Und als was? Fallschirmjäger. Ohne Scheiß, du warst Fallschirmjäger? Hab gehört, das war ganz schön haarig. Es war jedenfalls kein Zuckerschlecken. Ich wurde verwundet und nach Hause geschickt. Und, Orden? Purpurherz und Verdienstkreuz. Wow, was ein Verdienstkreuz? Mann, die kriegt man nicht einfach nachgeschmissen für nichts. Ich war in der Normandie, Utah Beach. War auch nicht gerade ein Spaziergang. Auf dem Rückweg bin ich dann über den Zaun geklettert. Hab mir einem Scheißast das Auge ausgestochen. Egal. Für eine Entlassung hat's jedenfalls gereicht. Ich muss jetzt wirklich los. Na klar. Hey, übrigens, ich bin Harry. Vito. Freut mich, Vito. Freut mich wirklich. Falls du mal wieder Edelstahl brauchst, du weißt ja, wo du mich findest. Hier. Hoffe, du bist mit dem Wagen da. Die Braut ist ein Schwergewicht. Viel Glück. Nee, ich nehm Lauf zu Fuß. Danke, Harry. Hat mich gefreut. Die Knarre ist in der Kiste. Und in dem Lieferwagen im Hof sind ein paar tausend Schuss. Greif zu, alles schon bezahlt. Kann ich gleich wiederkommen? Ich brauche vielleicht mal ein paar Waffen. Mach's gut, Vito. Ciao. Ich würde einfach gleich nochmal zurückkommen und irgendwie ein Repartiergewehr oder so mir holen. Anstatt nur eine Schrotflinte. Ich soll jetzt mit dem Wagen fahren? Der wird zu Schrott hier fahren, definitiv. Die Türen geht automatisch zu. Ich bin's nochmal. Mach mal auf. Ich bin's, Vito. Hi. Du hast so ein paar Knarren für mich vielleicht. Hey, Munition nicht vergessen. Munition für Schrotflinte?
Wie meine Mutter immer sagte, man kann nie genug Munition haben. Wie meine Mutter immer sagte, man kann nie genug Munition haben. Was für eine Magnum, okay. Mehr hat er nicht, mehr Waffen. Okay, dann haben wir zumindest für die Schrotflinte mal. Du wirst langsam mein bester Kunde. So, er hat gesagt, irgendwo hier ist noch Schrotflintenmuni. Oder? Tschüss, Auto. Fast den Wagen wieder umgekippt. Road is road. In America, we drive on the right side on the road. In Germany, we drive on the right side on the road. In Britain, we drive on the left side on the road. In Russia, road is road. Drive where you want. Yeah. In Russia, road is road. Drive where you want. Das Gelaber kann sich ja keiner anhören im Radio. Schlimm. Mit 130 durch die City. Ah ne, wir fangen gerade bei 70. Ich hab auf den falschen Tacho geguckt. Achso, nein, wie kannst du nur. Wie kannst du nur. Das ist Ras. Rassittisch. Mhm. Okay, ich weiß nicht, was du mit rassittisch meinst. Überhaupt nicht. Keine Ahnung. Dieser Satz könnte Spuren von Ironie und Sarkasmus beinhalten. Ich beinhalte Munition. Ich würde mich nicht rammen. Rassistisch. Mhm. Rassistisch. Hat das was mit Radieschen zu tun? Entschuldigung. Ich will doch nur witzig sein. Mit einem SS. Es eskaliert gleich. Was? Apartment 233, Misery Lane. 2 Stunden später. Aha, richtig geschrieben. Wo kommst du her? Sizilien. Was hat dich hierher getrieben? Mussolini. Hat er dir ein Ticket spendiert? Lass die blöden Witze, Joe. Mein Vater war ein Ehrenmann. Als Mussolini an die Macht kam, ging's uns immer beschissener. Mein Vater hatte Angst, ich müsste zur Armee oder ins Gefängnis. Deshalb hat er mich nach Amerika geschickt und mir einen Job bei Clementi verschafft. Was ist aus ihm geworden? Er meinte, er sei zu alt für die Reise. Mussolini ließ ihn verhaften und er ist im Knast krepiert. Sie haben nicht mal den Leichnam rausgerückt, um ihn anständig zu beerdigen. Puh, das ist hart. Lebt deine Mutter noch? Sie kommen, die schwarzen Limousinen. Vito, nimm den Fettsack aufs Korn. Wir müssen ihn erwischen, bevor er ins Gebäude geht. Alles klar, ich bin bereit. Sie okay, haben Knarren! Die Party kann beginnen. Sie haben Knarren, da oben im Fenster! Let's go! Wir haben sie alle erwischt! Hör mit dem Geballer auf, ich werd sonst noch taub!
Nichts bleibt hier am Leben! Gib mir Deckung! Gut, Victor, los jetzt! Los, Victor, los jetzt! Hast du das beim Militär gelernt? Ja, natürlich! Es ist vorbei! Schnell, Vito! Das fette Schwein darf uns nicht entwischen! Okay, du spielst ab, Vito. Du bist doch der verdammte Kriegsheld. Los, wir geben dir Deckung! Ich haben wir dich, Fettwanz! Gib mir Deckung! Das ist um die Mangel! Da ist er! Los, Victor, los geht's! Knall den Wichser ab, solange wir noch Kugeln haben! Sterb, du Arschloch! Bist du okay? Hast du das beim Militär? Helft mir! Lasst mich raus! Hilfe! Oh, Scheiße! Pass auf! Was war das? Gib mir Deckung, Vito! Verdammt, der ganze Laden brennt! Oh Gott, was? Alles klar? Wir kriegen es! Oh Gott, was? Das ist der Vito! Leg das fette Schwein um! Erwischt! Hör mit dem Geballer auf, ich werd's uns doch taub! Gib dir Deckung, Victor! Ich geb dir Deckung! Ab jetzt! Okay, Showtime, Vito! Das fette Schwein darf uns nicht entwischen. Okay, du zuerst, Vito. Du bist doch der Verdächtige. Los, wir geben dir Deckung. Gib mir Deckung, Vito. Hast du das beim Militär gelernt? Knall den Wichser ab, solange wir noch Kugeln haben. Okay, Showtime, Vito. Muss ich jetzt ankarten? Los jetzt, zack, zack. Oh, Scheiße! Pass auf! Früher oder später kriegen wir das. Was war das? Mann, du schießt ja beschissen. Verdammt, der ganze Laden brennt. Was für eine Schnapsverschwendung. Ah. Ich freue mich schon drauf, dich umzulegen. Schön. Gut, Victor, los jetzt. Hast du Schiss, Arschloch? Du Wichser. Ich bin der Beste. Das glaube ich nicht. Knallt ihn ab! Oh nein! Gib dir Deckung, Vito! Ich geb dir Deckung! Ab jetzt! Nein! Okay, Showtime, Vito. Du bist mausetot! Du oder ich, verdammt! Hast du die Hosen voll? Los jetzt! Zack, zack! Okay, ich lad nach. Ich schnapp mir den Mixer. Gib mir Deckung! Wieso ich dir? Ich bin derjenige, der hier fast alle erledigt. Du schießt wie meine Schwester. Gut, Victor, los jetzt! Los, Victor, los jetzt! Weiter so, Victor!
lass dir was einfallen. Beeil dich. Okay, drück den Knopf wieder. Komm schon, wir nehmen den Aufzug. Jetzt wird's spaßig. Ja. Was ist jetzt so? Was zum Teufel soll das? Ich hab Durst. Verdammt gutes Zeug. Wollt ihr auch mal probieren? Ich sauf nicht beim Arbeiten. Da kommen sie! Macht endlich was! Wir können hier nicht ewig rumsitzen! Was zum Teufel erwartest du von mir? Die ballern aus vollen Rohren auf uns! Tito, mach was! Du bist hier der Fachmann! Lade nach. Los, der Schwein ist da oben. Lade nach. Safe. Weiter. Lasst mich am Leben. Bitte, ich habe eine Frau. Bitte, tu das nicht. Deine Frau, ich mache auch alles, was ihr wollt. Aber bring mich nicht um. Oh, großer Gott. Schön groß und dann Clement. Oh. Verdammt. Verdammt, Scheiße, das wird dir noch leid tun, du Arsch! Wichser! Henry, okay. Alles okay? Wo hat's dich erwischt? Scheiße, gar nichts ist okay. Er hat mir ins Bein geschossen. Schöne Scheiße. Scheißkerl! Du blutest ja wie ein Schwein, verdammt! Nicht zu El Greco! Dem scheiß Maler? Nein, dem scheiß Arzt, du Idiot. Okay, ganz ruhig. Wir bringen dich gleich hin. Dem scheiß Maler? Mama mia, du bist ja schwerer, als du aussiehst. Das Schwein hätte mir fast die Eier weggeballert. Na was? Der Schuss ging meilenweit daneben. Vorsicht! Das tut weh. Hör auf zu jammern, sonst lasse ich dich fallen. Reg dich ab. Ich bin derjenige, der hier verblutet. Nein! Bitte! Ich will nicht sterben! Verpiss dich. Was los? Abmarsch, Vito! Oder willst du hier auf bessere Zeiten warten? Hinterher! Los! Ich warte ja auf euch! Wartet ihr auf bessere Zeiten oder was? Der Aufzug ist ab. Hä? Abmarsch, Vito, oder willst du hier auf bessere Zeiten warten? Ja, naja, ich warte auf dich, weil der Fahrstuhl ist abgestürzt. Willst du mich verarschen jetzt, oder was? Also, ich laufe nach unten, das ist mir scheiße, ja, jetzt. Was ihr macht. Abmarsch, Vito, oder willst du hier auf bessere Zeiten warten? Scheiße! Ich gebe Deckung! Was ist los? Oh! Huh! Der kleine Pisser. Vito, gib uns Deckung! Was meinst du, was ich mache?
Wo geht's denn hier raus? Hier runter, ne? Beschwör dich nicht, du Glückspilz. Ah, verdammter Rauch. Also ich gehe raus. Ja, ich bin dabei. Also was ihr macht, ist mir jetzt relativ, ne? Ist doch nur ein Brand. Wenn ich drauf gehe. Hey, 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 sag sowas nicht. Das ist nur ein Kratzer. Der Doc flickt dich im Handumdrehen zusammen und dann gehen wir einen heben. Nein, wirklich. Sei lieber still, da sparst du deine Kräfte. Habe ich mal in einem Film gehört. Ach ja? Und was ist mit dem Mann im Film passiert? Abgekratzt. Ja. Mann, du fährst ja wie meine Großmutter. Abflug. Oh nein, falls fahrst hier. Oh doch, genau das. Guck mal, Pikachu. Jeha! Woo! Epilepsy! Yay! Yeah, gut, geil! Woo! Yeah! Party! Komm schon! Geht die Karre nicht schneller? Wir müssen die Bullen abschütteln. Die Bullen sind schon weg. Ich kann, verdammt. Das ist aber nicht schnell genug. Mach dich locker, Mann. Ich habe ein Mordsloch im Bein und du sagst, ich soll mich locker machen? Fahr mich zu El Greco, verdammt. Ich habe ein Mordsloch im Bein und du sagst, ich soll mich locker machen. Also, wer ist der das Typ ist der Humor, den ich Welcher mag? Typ? Der, zu dem wir Henry bringen. El Greco? Ein Arzt. Gib ihm ein paar Kröten und er flickt dich zusammen. Ohne lästige Fragen. Zu dem Kerl geht man, wenn man nicht ins Krankenhaus kann, du Chevy. Warum sollte man nicht ins Krankenhaus können? Wenn du im Krankenhaus mit einer Kugel im Leib auftauchst, rufen die doch sofort die Bullen. Ja. Und El Greco arbeitet für viele Jungs aus unserer Branche. Du wirst ihn aber wohl nicht brauchen, Vito. Bei dir verhält es immer sehr schwer. Es muss an deiner Ernährung liegen. Ja, da wurde ich wirklich getötet, weil der Idiot auf der rechten Spur rübergezogen ist. Voll Honk. Jetzt wird der Stream gemeldet. Yay, endlich! Nicht draufgehen. Hey, 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 sag sowas nicht. Das ist nur ein Kratzer. Der Doc flickt dich im Handumdrehen zusammen und dann gehen wir einen heben. Nein, wirklich. Sei lieber still, dann sparst du deine Kräfte. Habe ich mal in einem Film gehört. Ach ja? Was ist mit dem Mann im Film passiert? Abgekratzt. Verfolge bewaffneten Täter. Werde sofort schießen. Verstanden. Du fährst ja wie meine Großmutter. Wir müssen die Bullen abschütteln. Ich fahr so schnell ich kann, verdammt. Das ist aber nicht schnell genug. Mach dich locker, Mann. Ich hab einen Mordsloch im Bein und du sagst, ich soll mich locker machen? Fahr mich zu El Greco, verdammt. Hey Vito, gib Gas. Henry schwitzt schon wie eine Hure im Beichtstuhl. Ich fahr schneller, wenn du endlich die Klappe hältst. Also, wer ist der Typ eigentlich? Welcher Typ? Der schwitzt wie eine Hure im Beichtstuhl.